Wir sind die ersten Monster hier bei Dungeon Heroes. Das sind sozusagen Leute, die in verbotenen Gängen sozusagen leben oder umherwandern und andere Heldencharaktere erschrecken. Jetzt erzählen euch nochmal mehr darüber meine beiden Schatten. Das ist neu, dieser Spielmodus sozusagen. Es gibt drei neue Kategorien. Unhold, Schatten, Geweg und Ork. Goblin. Und es gibt jeweilige Schwächen von jedem Charakter und der Schatten kann zum Beispiel kein Licht ab. Ab, ja. Wir bekommen, wir können die Kinder halt erschrecken jetzt sozusagen für die Hälfte des Preises. Das heißt, eine Quest kostet jetzt normal 1,50 Euro und 5 Euro. Ja, also die Regeln sind eigentlich genauso wie bei den Heldencharakteren. Wir kriegen am Anfang auch Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Zum Beispiel jetzt drei Dolche sammeln von denen. Also wir machen sozusagen den Job des Aufräumdienstes in Anführungszeichen. Aber haben da auch noch mega Spaß, weil es macht einfach Spaß, auch in den Rollen zu sprechen. Und ja, wir kriegen halt am Anfang, müssen wir Charakterkarten ausfüllen, wie beim Heldencharakteren. Und kriegen nach jeder Quest wieder Karten, die wir für unseren Heldencharakteren einsetzen können. Eigentlich, man kann den Schurken, beziehungsweise ja, den Bösewicht, nicht aufleveln, bis auf halt nur die guten Charaktere. Außerdem muss man seine eigene Gewandung, also etwas gruselige Sachen mitbringen, ansonsten kann man das ja nicht spielen, weil ich wette, man kann ja nicht jetzt in Straßenklamotten reinkommen und sagen, erschreckt euch vor mir. Ja, dann noch etwas zu den Waffen. Man darf zwar Waffen von sich zu Hause mitnehmen, allerdings dürfen die nicht länger sein, als die, die einem vorgegeben werden. Hier werden einem auch Waffen vorgegeben. Wenn man keine Waffen hat, ist es auch nicht schlimm, weil die kriegt man hier. Und ja. Ja, dann, ja, wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen. Und wir hoffen,